Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Unser Rippenbraten braucht noch ein bisschen, aber kein Problem. Wir können ja in der Zwischenzeit hier gleich mal alles einsortieren, denn ich will heute sowieso wieder ein bisschen nach draußen gehen, Zeug ranschaffen und ja, die Gegend ein bisschen auskundschaften. Wir waren jetzt ja, behaupte ich mal, lang genug in der Base. Zu tun gäbe es zwar noch genügend, aber sonst kommen wir ja gar nicht mehr raus. Und das muss ja auch nicht sein. So, haben wir eigentlich noch einen Dietrich, weil ich da gerade den Metallschrott sehe, haben wir nicht anscheinend. Dann stellen wir uns da vielleicht noch kurzerhand einen her. Ah, okay. Fehlt noch die Masse, aber auch der Metallschrott. Brauchen wir noch einen. Das sollte aber ein Ding des Möglichen sein. Dass wir da ein bisschen Metallschrott ran schaffen. Einmal Metallschrott bräuchten wir. Hier irgendwo in der Nähe. Wie schaut's da aus? Da schaut's schlecht aus. Da sehe ich zwei Kisten. Da könnte man vielleicht gleich fündig werden. In der Baukiste. Mit ein bisschen Glück. Ah ja. Genau, einmal Metallschrott. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir die Tasche hier nicht auch noch einsammeln. Versteht sich ja von selbst. Und da vorne haben wir noch ein bisschen Kalium. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Haben mich meine Augen doch nicht getäuscht. Ich dachte mir schon, da gibt es doch hier auch noch was zum Einsammeln. Und tatsächlich war es noch Eisenerz. So, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Schaut noch ganz in Ordnung aus. Und die Karotten, können wir die schon einsammeln? Ah, wunderbar. Karotten pflücken. Einwandfrei. Dann machen wir da auch gleich wieder ein paar Samen draus. Und die Hälfte der Karotten kriegt unser Hühnchen. Damit es groß und stark wird. Einwandfrei. Haben wir das auch. Gut. So, dann brauchen wir noch Metallschrott. Und dann, glaube ich, könnten wir uns eigentlich den Dietrich herstellen. Wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Ah ja, sehr schön. Genügend Masse haben wir jetzt auch schon. Passt perfekt. So, das alles kann wieder weg. Das kann auch noch weg. Kleber brauchen wir aktuell nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wunderbar. Das Insektenschutzkit verstauen wir jetzt auch mal. Ich denke, im August brauchen wir es nicht mehr zwingend. Ihr dürft mich aber gerne korrigieren, wenn ich jetzt einen Schmarrn erzähle. Vielleicht brauchen wir es auch doch, aber dann weiß ich ja, wo wir es haben. Zu Hause. Wie es halt immer ist, gell? Wenn man was braucht. Dann hat man es nicht dabei. So. Jetzt gibt es aber erstmal was zu futtern. Nämlich unseren Rippenbraten. Bevor der noch schlecht wird. Die Höchstgesundheit geht rauf. Und die Ausdauer geht auch mal wieder rauf. Genau so wollen wir das. Und weil ich es gerade gesehen habe, der läuft ja noch immer, der Massefabrikator. Das hätte mich auch gewundert, wieso wir hier so viel Masse auf einmal beisammen hatten. Aber kein Wunder, wenn der natürlich da durchläuft. Aber das Tolle ist, wir haben trotzdem noch genügend Strom, also genau so soll es ja auch eigentlich sein.
Halt, falsch. Dass wir hier den Fabrikator durchlaufen lassen können und eigentlich immer genügend Masse auf Vorrat haben, um dann letztendlich schnell was herstellen zu können. Schalten wir mal kurzerhand, weil ich es gerade eben sehen möchte. Die ganzen Generatoren hier aus. Wie schaut denn das mittlerweile aus mit der Grundproduktion? Okay, 1,23 Input. Output haben wir 0,34, wobei da der Großteil auf die Kühlschränke entfällt und auf unsere Pflanzlichter. Die beiden oben. Ansonsten haben wir ja aktuell keine elektrischen Geräte an. Gut, der Laser wird noch Strom brauchen. Ja, Fakt ist, wir kommen nicht drum rum, dass wir noch ein paar Solaranlagen aufstellen oder ein paar Windräder. Das ist mal Fakt. Also das geht nicht ohne, wenn wir da wirklich mal den Fabrikator durchlaufen lassen wollen. Weil alleine der verbraucht ja schon... Wie viel braucht der? 2,5. Boah, da können wir aber noch einiges an Solaranlagen draufklatschen. Das glaube ich schaffen wir fast nicht, oder? Allein schon vom Platz her. Also schaffen wir schon, wenn wir genügend draufpacken, aber ja, obwohl, ein bisschen Platz hätten wir eigentlich noch hier oben auf dem Dach. Da wird schon noch was gehen. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Fakt ist, wir haben ja auch noch sonnengereifte Tomaten, die wir einsammeln können. ...22 Stück sind es geworden. So, halbieren und einmal so, einmal so, einmal so. Das passt auch noch perfekt vom Dünger und vom Wasser. Ja, da passt es dafür mal überhaupt gar nicht, aber haben wir da... Wir haben noch was. Das trifft sich gut. Mal schauen, brauchen wir noch Kalium? Ja, kann nicht schaden. Perfekt. Sind wir da auch wieder bestens aufgestellt. Gut. Dann jetzt aber nix wie los. Den Dietrich, ah ja, den habe ich schon eingesammelt. Dann laufen wir mal... Ja, wo laufen wir hin? Schaffen wir es noch zum großen See? Ja, sollte hinhauen. Es ist Mittag. Das geht auf alle Fälle. Und ich sehe was, was ihr nicht seht. Nämlich eine Baukiste hier im Schatten. Mit Brettern und einmal Metallschrott. Genau das, was wir brauchen. Was aktuell Mangelware ist. Von daher, Baukisten sind immer gerne gesehen, genauso wie die hier. Wieder Metallschrott. Ich nehme natürlich auch eine spezielle Kiste, so ist es nicht. Alles einsammeln, was wir kriegen können. So lautet die Devise. Da ist noch eine Wildsau. So, Muschel. Da sehe ich keine, wollte ich schon sagen, aber da unten ist eine. Ganz unten am Grund. So, jetzt aber ab nach oben. Sonst war das der letzte Tauchgang. Ok,
Okay, wisst ihr was sonst? Dann nehmen wir jetzt auch mal mit. Wenn wir schon hier sind. Allerdings ist meine Spitzhacke bald im Eimer. Da müssen wir uns bald wieder eine neue herstellen. Aber ich denke, für unseren heutigen Ausflug soll es noch reichen. So, halt. Basen nehmen wir natürlich auch noch mit. Und da sind wir auch schon wieder beim großen See angekommen. So schnell geht das. Was wir natürlich jetzt machen könnten, wir könnten auch ins neue Gebiet laufen. Das könnte man eigentlich auch tun. Wir müssten ja nicht zwangsweise hier wieder beim großen See unser Unwesen treiben. Sind wir eh viel zu selten dort hinten im neuen Gebiet. Das machen wir jetzt mal. Da laufen wir direkt geradeaus drauf zu. Wahrscheinlich müssen wir aber dann sogar da hinten übernachten. Weil das könnte dann vom zeitlichen her schon ein bisschen eng werden, dass wir da noch rechtzeitig zu Hause ankommen. Da hätten wir wenn dann schon in der Früh loslaufen müssen. Was aber ja auch nicht schlimm ist. Einfach ein Lagerfeuer hier irgendwo platzieren. Und dann geht das schon. Ah ja, da haben wir auch noch was zum Mitnehmen. Tasche to go. Und was ist drin? Ah ja, ein bisschen Proviant. So, jetzt immer geradeaus und dann kommen wir direkt ins neue Gebiet. Guck mal, wäre hier auch noch einer. Den lassen wir jetzt aber mal in Frieden. Da ist noch ein Wolf. Nichts zu sehen, weit und breit. Ah, doch. Treibgut. Da ist was angespült worden. Ein Kanickel ist angespült worden. Kann ich dich einsammeln? Das kann ich sogar einsammeln, weil es hier im Wasser zu langsam war. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Und? Was haben wir noch? Eine Baukiste. Da ist unser Kanickel. So, das wird es aber leider bis zum Nachhauseweg nicht überstehen, denke ich. Vor allem nicht, wenn wir hier übernachten wollen. So, sind wir eh schon im neuen Gebiet angekommen. Mal schauen, was es hier zu holen gibt. Und vor allem, ob wir hier eine Spezialkiste finden. Das würde mich schon interessieren. Basen haben wir auf alle Fälle schon mal gefunden. Nee, oder? Jetzt wird meine Base angegriffen. Oh, super. Okay. Ja, ich glaube, da darf ich dann noch mehr Holz ran schaffen. Ich hoffe, die halten sich ein bisschen zurück. Ich hoffe es wirklich. Sonst müssen wir wieder so viel reparieren. Eieiei. Aber ich glaube, die toben sich da jetzt gerade nach Herzenslust aus, weil sie genau wissen, der Hausherr ist nicht zu Hause. Granaten raus. Aber nun gut, dafür kriegen sie alles doppelt und dreifach zurück. Aber hier ist es eigentlich auch schön, wenn man sich da eine Base hinstellt. So am Strand, das hätte schon was. Also,
Verkehrt ist es mit Sicherheit nicht. Auch so rein von der Distanz her gesehen. Wenn man jetzt sagt, wo sind wir denn? Muss ich mich mal kurz orientieren. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da ist ja unsere Hauptbase. Oh, und da sieht man auch. Da brennt schon lichterloh. Da brennt schon lichterloh. Na super. Na gut, ich will gar nicht hinsehen, was die da für ein Feuerwerk veranstalten. Ja, hier ist ja unser kleiner Angelposten, unsere kleine Anglerhütte. Da die Hauptbase, wie gesagt. Und dann wäre eigentlich hier drüben, wo wir jetzt gerade stehen, eine Base durchaus auch angebracht. Oder halt hier unten. Dann hätten wir in alle Himmelsrichtungen entsprechend eine Basis. Gut, vielleicht, ja, Nord und Süd halt nicht. Aber alles in allem wäre das auch mal eine Überlegung wert. Jetzt schon wieder, oder wie? Nee, oder? Wird meine Base jetzt schon wieder angegriffen? Kann es sein? So, wo sind wir noch gleich? Da sind wir falsch, da sind wir richtig. Ja, da sieht man gerade nichts. Irgendwie schaut es nur so aus, also wenn mich meine Augen nicht täuschen, als wären hier gewisse Strukturen rausgebrochen, weil man sieht ja das Wasser in der Wand. Da ist ein kleines Loch drin, da ist anscheinend auch ein kleines Loch, hier vorne auch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe eine böse Vorahnung. Eine sehr böse Vorahnung. Wenn man zu Hause ankommt, dann trifft mich wahrscheinlich der Schlag. Na, super. Aber immerhin. Ein kleines Trostpflaster haben wir hier vorne. In Form einer speziellen Kiste. Die lassen wir uns nicht entgehen. Und das Schöne ist, wir können dabei sogar noch der Sonne beim Untergehen zusehen. Das hat doch was. Guter Loot, ein schöner Sonnenuntergang, passt perfekt. Was will man mehr? Ich hoffe allerdings, dass guter Loot drin ist. Ja, kann sich sehen lassen. Wobei, Legierungsbleche wären mir lieber gewesen. Allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Base hier zu Hause gerade in Schutt und Asche gelegt wird. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Ui, Bär. So, was wir jetzt allerdings machen, wir schnappen uns noch kurzerhand ein bisschen Holz. Weil ich brauche ein Lagerfeuer. Wir brauchen Stöcke, wir brauchen Holz, wir brauchen auch ein Faserbrikett. Beziehungsweise ein bisschen was zum Anzünden. Ja, von daher. Axt gezückt und losgelegt. Bevor die Sonne ganz untergeht. Schauen wir mal, dass wir noch genügend Zeug ran schaffen. Unser Nachtquartier schlagen wir einfach hier irgendwo zwischen den Bäumen auf. Okay. So, ich brauche ein paar Stöcke, dann brauchen wir hier noch ein Feuer. Anzündkit, da könnten wir uns aber sicherlich Biokraftstoff herstellen. Einmal, sehr gut. Genau, dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir allerdings gleich nochmal Stöcke. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Holz. Die Angel habe ich heute blöderweise nicht dabei. Wobei, ich könnte mir einen herstellen. Aber dann haben wir Angelleine, da könnten wir uns auch herstellen. Aber hier haben wir keinen entsprechenden Baum gefunden, gell? Sonst hätte ich gesagt, könnten wir jetzt noch entspannt fischen. Weil irgendwas zu spachteln wollte ich eigentlich schon haben. Bevor die Sonne gleich untergeht. Ansonsten greifen wir auf einen Wolf oder einen Bären zurück. Die haben sich allerdings auch gerade alle aus dem Staub gemacht, weil sie genau wissen,
dass ich Hunger habe. Da oben ist einer. Ein Bär. Meister Petz, ich will dein Fleisch. Rück's raus. Na komm. Wunderbar. So, das alles gleich einsammeln. Lagerfeuer wird hergestellt. Das können wir auch noch herstellen. Und dann haben wir auch noch ein bisschen was zum Einheizen. Uiuiui, ui, ui, ist das finster. Ist das finster, nix wie hin zum Wasser. Da will ich unser Nachtquartier aufschlagen. Hier auf den Felsen dort hinten. Und zwar genau hier. So, haben wir... Ah ja, wir haben unser Anzündkit. Wir haben auch Holz. Und wir haben auch Fleisch. Unsere Karnickel, stimmt, das können wir auch noch gleich schlachten. Gut. Schaut es doch wieder ganz in Ordnung aus, würde ich mal behaupten. Schön. Können wir hier die Nacht verbringen unter freiem Himmel und die Polarlichter können wir dabei auch noch begutachten. Wunderbar. Und da stehen wir, glaube ich, auch, beziehungsweise sitzen wir relativ sicher. Vielleicht auch nicht ganz so sicher. Da hinten ist ein Bär. Aber gut. Der macht sich eh schon aus dem Staub. Von daher haben wir da, denke ich, nichts zu befürchten. Das Fleisch ist auch gleich soweit fertig. Braucht noch ein bisschen Halbgeises. Dann gibt es erstmal was Gesundes, Heidelbeeren, damit der Magen was zu tun hat. Okay, mehr können wir eigentlich aus dem aktuellen Zeug eh nicht machen. Noch eben kurz durchladen, bevor da hinten der Bär wirklich noch daherkommt, was ich nicht hoffe, aber nicht ausgeschlossen ist. Okay, haben wir auch ein bisschen Proviant. Für ja, das Frühstück dann gleich mal gesammelt, solange das Fleisch bis dahin durchhält, aber ich denke auf alle Fälle. Und du kommst aber ganz schön nahe, Kollege. Ich sag's dir, ich habe eine Schrotflinte, gell? Die willst du nicht schmecken. Ja, ich würde sagen, wir lassen es an der Stelle für heute gut sein bei dieser Folge von Subsistence. Ich sage wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Und ja, dann geht es im Morgengrauen weiter oder mitten in der Nacht, je nachdem, mit ja, dem Nachhauseweg. Macht's gut, bis dahin. Servus.